Knapp 30 Jahre nach Ende der Militärdiktatur in Argentinien leben schätzungsweise 500 junge Menschen bei falschen Eltern. Eltern, die sie illegal adoptierten, weil die leiblichen Mütter in geheimen Foltergefängnissen des argentinischen Militärregimes brachten die Kinder zur Welt und wurden anschließend ermordet. Auch deutsche Unternehmen sollen in diese Verbrechen verwickelt sein, wie die Journalistin Gabi Weber recherchiert hat, die seit Jahren in Buenos Aires lebt. Ich habe vor der Sendung per Skype mit ihr in ihrer Wohnung in der argentinischen Hauptstadt gesprochen und sie gefragt, wie viele Menschen denn von der Militärjunta gefangen genommen wurden, unter denen ja auch viele Frauen waren. Also man redet insgesamt von 30.000 Verschwundenen. Darunter waren auch viele Frauen und eben auch schwangere Frauen, die zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung schwanger waren. Und am Anfang haben die Militärs also einfach trotzdem die Frauen sehr brutalen Folterungen unterzogen. Dabei sind mehrere Schwangerschaften unterbrochen worden. Also daraufhin haben die katholischen Priester, die in diesen Folterzentren ein- und ausgingen, protestiert. Also die haben sich nicht an der Folter oder an den darauf folgenden Morden gestört, sondern daran, dass hier das unschuldige, ungeborene Leben sozusagen beschädigt wird oder abgetrieben wird gewaltsam, und haben gesagt, hier muss es eine andere Lösung geben, die seien im Gegensatz zu ihren Eltern oder zu ihrer Mutter, seien die ja unschuldig, und insofern dürfe man diese Mütter erst foltern, nachdem die Niederkunft erfolgt sei. Und darauf hat das Militärregime dann reagiert? Ja, denn die katholische Kirche hat hier immer einen sehr großen Einfluss gehabt. Es ist dann also zu der Niederkunft gekommen. Und danach wurden die Frauen dann gefoltert und danach wurden sie auch ermordet. Und ihre Kinder wurden dann den Militärs oder Verbündeten der Militärs übergeben. Also man redet insgesamt von 500 Babys, das sind heute junge Menschen, Anfang 30, die sozusagen in fremden Familien, in Familien der Verbündeten dieser Militärs aufgewachsen sind. Von diesen 500 sind etwa 100 Fälle aufgelöst. Also da sind die biologischen Familien gefunden worden. Meist sind die Kinder selbst irgendwann mal zur staatlichen Genbank im Hospital Durán gegangen und haben sich dort untersuchen lassen. In anderen Fällen haben auch die Großmütter von der Plaza de Mayo, also vom Maiplatz, Ermittlungen durchgeführt. Haben Sie eine Idee, warum bisher erst 100 Fälle aufgeklärt wurden und dann quasi 400 Fälle noch im Dunkeln sind? Ja, ich glaube, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen ist es natürlich für einen Menschen eine unglaubliche Belastung, sich irgendwann mal klar zu werden, naja, vielleicht haben meine Adoptiveltern, die mir mein Leben lang hilfsbereit und als liebevolle Eltern entgegengetreten sind, vielleicht haben die gemeinsame Sache mit den Mördern meiner biologischen Eltern gemacht. Das ist natürlich eine extreme Belastung für einen jungen Menschen. Zum Zweiten ist es natürlich auch so, ich bin durch meine Recherchen darauf gestoßen, dass auch sehr mächtige Kreise sich sozusagen an diesen Kindern bedient haben. Wir wissen inzwischen, es hat damals Wartelisten gegeben, in die sich Adoptionswillige eintragen konnten. Also das war eine ganz begehrte Ware, was da aus den Folterzentren gekommen ist. Und es sollen eben auch deutsche Großunternehmen dabei gewesen sein. An erster Stelle ist hier die Firma Daimler zu nennen. Da geht es um inzwischen 5 Fälle, von denen nur einer aufgeklärt worden ist, in denen wahrscheinlich hohe Manager der Firma Daimler sich Kinder genommen haben, bekommen haben, sie als biologische Kinder eingetragen haben in ihren Papieren, und da sind Verfahren anhängig. Die Richter trauen sich nicht, Gentests anzuordnen, und die Verfahren treten auf der Stelle. Es gibt jetzt einen neuen Fall, der jetzt bei der Justiz anhängig ist, und da geht es um den Fall eines sehr hohen Managers von Bayer. Das ist die Familie von Lambert Kurt. Der hat 1976 einen Adoptionsantrag gestellt. Ganz mysteriöserweise taucht ein Baby auf. Ich sage Ihnen das jetzt, was in den Akten steht. Taucht ein Baby auf, das keinen Namen hat und sozusagen ein Findelkind ist. Und diese Familie bekommt dann trotzdem die Adoption zugesprochen, obwohl sie eigentlich gar keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für das Land hat. Haben denn Bayer oder auch Mercedes-Benz zu den Vorwürfen Stellung genommen?
Mercedes-Benz sagt immer, sie äußern sich dazu nicht. Und ansonsten mir gegenüber vor allem verweigert Mercedes-Benz überhaupt jegliche Stellungnahme. Die Firma Bayer habe ich jetzt angeschrieben und Bayer sagt, naja, sie äußern sich nicht zu privaten Angelegenheiten ihrer Mitarbeiter. Ich habe natürlich jetzt auch versucht, bestimmte Sachen aus ihrem Archiv zu bekommen. Sie verweigern ebenfalls jegliche Mitarbeit und tun so, als sei das eine Privatangelegenheit ihres Mitarbeiters. Das kann so nicht stimmen. Also es gibt eine Bescheinigung der Firma Bayer in der Akte, wo drin steht, der Mann hat keine Aufenthaltsgenehmigung für Argentinien, keine unbegrenzte. Und da muss auch der Firma Bayer irgendwo mal aufgegangen sein, dass solche Leute einfach auch nicht adoptieren können. Also die Firma Bayer hätte auch sagen können, okay, wir stellen uns der Justiz zur Verfügung, wir öffnen unsere Archive, wir geben alles raus. Ich wollte zum Beispiel wissen, sind Spenden erfolgt an das Militärregime durch die Firma Bayer? Bei der Firma Daimler wissen wir das sehr konkret, denn die Firma Daimler hat damals, und zwar nach der vereidigten Aussage ihres Justiziars, Brutkästen an die militärische Wöchnerinnenstation bei Campo de Mayo, also im größten Folterzentrum der Militärs, gespendet. Warum das ein schwäbischer Autobauer, warum der Brutkästen in einer Militärdiktatur spenden muss, ist mir zwar nicht klar, aber diese Firmen haben bis heute sehr große Macht hier in Argentinien und bisher treten die Verfahren noch auf der Stelle. Gibt es denn Bemühungen von deutscher Seite, also beispielsweise von der Botschaft oder den deutschen Justizbehörden, diese Vorfälle aufzuklären? Also als die Richter hier begonnen haben, die Adoptionslisten aufzuarbeiten, hat man sich auch an die deutsche Botschaft hier in Buenos Aires gewandt und hat nach der Adresse von Lambert Kurt gefragt. Und es kam dann von der deutschen Botschaft im Juni 2009 die Antwort, ich zitiere, die Botschaft hat sich mit der Bayer AG in Verbindung gesetzt, konnte aber den Aufenthaltsort der gesuchten Personen nicht ausfindig machen. Die Bundesrepublik verfügt über kein zentrales Melderegister und die deutschen Datenschutzgesetze sind sehr streng und sehen keinen Rechtsanspruch über das Erlangen eines Wohnortes vor. Das ist natürlich beschämend. Sie können einfach nur mal ins Internet gehen und können diesen Mann googeln. Der war an hoher Stelle bei Bayer tätig und dass man den argentinischen Justizbehörden die geringste Mithilfe verweigert, das ist beschämend. Und die Justizbehörden wären schon darauf angewiesen, dass die deutschen Justizbehörden oder die Botschaft da mitarbeitet. Naja, natürlich. Wie kann eine argentinische Richterin in Deutschland recherchieren? Deshalb haben sie sich ja auch an mich gewandt und haben mich um Hilfe gebeten. Und ich habe daraufhin ja auch die ganzen Adoptionslisten bekommen und dann auch weiter recherchiert in Deutschland und hier auch. Ich denke mal, das muss aufgeklärt werden und diese Leute sollten irgendwann ihren Richtern zugefügt werden. Die Journalistin Gabi Weber über die geraubten Kinder von Argentinien und die Vorwürfe, dass auch Mitarbeiter der Firmen Bayer und Daimler in illegale